Ich mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was. Du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was Herr Best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar. Wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt 10 Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry, du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich habe Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater deinen Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist. Schmeckt toll. Guter Tee, Wilhelm. Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte es verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat es mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahle ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst gehe ich. Würde ich nicht. Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Das ist es! Genau! Hey, Wilhelm, mir ist gerade was ganz Tolles eingefallen. Warum kopieren wir nicht was ganz Übles und hängen es dann in allen Büros auf? Ach, und was? Ist ziemlich krass. Gute Idee. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Ich bin der Boss und der Boss darf immer als Erster. Ach, richtig. Du weißt es am besten, Wilhelm Best. Ja! Wir müssen das ganze Land überzeugen und dann die ganze Welt. Denn ein Tag ohne Zahnpasta ist wie... habe ich irgendwas Witziges gesagt? Nein, Herr Best. Sie würden wir doch nie auslachen. Was? It's so easy being me. I'm Hard Henry.
Hier ist Glückwunsch zum Geburtstag! Hallo! Wer ein Geschenk hat, darf reinkommen. Sei nicht so gemein, Henry. Wo ist Bert? Er müsste längst da sein. Bert ist beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der Nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll! Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Henry! Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry! Ja, los, gib schon weiter, Henry! Komm schon, Henry, gib es weiter! Ist ja gut, fang du Zwerg! Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Habe ich nicht. Du hast mich geschubst. Habe ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killer Boy Reds. Ihr müsst alle tanzen. Henry, sieh mal, wer da ist. Herzlichen Glückwunsch, Henny. Ich wusste schon, Zahnarzt. Danke. Mama! Das kannst du später aufmachen. Jetzt gibt es was zu essen. Wenigstens wird das Essen lecker. Wo sind die Burger? Und wo meine Pommes? Erdnussbutter. Ich mag Erdnussbutter. Und ich Karottenstangen. Willst du Chips? Nein, danke, Henry. Ich will fit und gesund bleiben. Henry, du hattest recht. Deine Party ist super. Das ist die mieseste Party aller Zeiten. Ich wette, das ist auch wieder so ein überflüssiges Geschenk. Oh Mann, das trifft schon eher meinen Geschmack. Das ist alles unnötig. Zuerst mal probieren. Jetzt kann die Party losgehen. Henry! Meine Frisur! Henry! Hör auf damit! It's so easy being me. I'm Also, wonach wäre euch denn? Ich empfehle Le haut de cochon avec les yeux du mouton. Ach, gibt's hier nichts, was man versteht? Das ist ein französisches Restaurant, Blödian. Bestell du für mich, Tante Ruth. Ich esse alles gern.
Ja, vielleicht sollte Tante Ruth für uns alle bestellen. Sehr gute Idee. Kommt nicht in Frage. Ich muss alles auf meinem Teller aufessen, also bestelle ich selbst. Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem stinkvornehmen Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, voilà. Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. €2, Henry, 2 €. Nicht übel. Eigentlich wie Kaugummi. Probier mal. Die sind ja sowas von lecker. Brunhilde, hör auf zu schlürfen. Ja, Mutti. Und isst das Gemüse ja mit. Ja, Mutti. Henry. Guten Abend, Frau Streitaxt. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Abendessen. So was. Der hat aber gute Manieren. Das hat er bestimmt nicht in deinem Unterricht gelernt. Zut alors, nur 2 Tropfen. La Sanjique ist viel zu gewürz und scharf für manche Gäste. Hat sich Monsieur vielleicht verlaufen? Aber mein Cousin möchte gern etwas La Sauce Chic auf sein Essen. Das wollte ich dem Koch sagen. Nicht nötig. Ich sage dem Koch Bescheid. Gut, mein Cousin mag nämlich scharfes Essen. Mindestens 5 Tropfen. Ja! Mach den Mund zu, Brunhilde. Sonst kann man ja bis in deinen Magen runtersehen. Mutti, entschuldige, junger Mann. Ich hoffe, meine Tochter unterrichtet dich anständig. Mutti! Oh ja, gnädige Frau, natürlich. Schönen Abend noch. Ach, was für ein reizender Junge, dass es sowas noch gibt. Aber Mutti, das ist der allerschrecklichste Schüler in meiner Klasse. So? Und wessen Schuld ist das wohl? Endlich, dann können wir ja anfangen. Na sowas, Tintenfisch. Ich mag keinen Tintenfisch. Und ich mag keine Tomaten. Und ich mag keine rote Beete. Oh, Tante Ruth, du hast ihr Lieblingsessen bestellt. Oh, wie schön, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Ich bin sicher, ihr werdet jeden Bissen davon genießen. Und für Monsieur die Spezialität des Hauses, Kutteln. Das würde ich niemals essen, nicht mehr für 2 €. Wenn man Schnecken essen kann, kann man alles essen. Na los, esst auf. Französisches Essen ist toll. Ja. Wie schmeckt deins, Achim? Brunhilde, setz dich auf der Stelle wieder hin. Madame, Sie müssen gehen. Ihr Sohn hat unsere Gäste in Aufruhr versetzt. Also, ich bleibe sowieso nicht, wo ich nicht erwünscht bin. Ich auch nicht. Wiedersehen, rote Beete. Aber du hast gesagt, ich muss meinen ganzen Teller leer essen. Da hast du deine 2 €, Henry. Und jetzt lasst uns gehen und irgendwo was Ordentliches essen. It's so easy being me. I'm dein Geschenk, Peter.
eine Stinkbombe. Henry, wie kannst du nur so gemein sein? Geht mal alle rein, die Clown-Vorstellung fängt gleich an. Noch so ein Streich und ihr beide bekommt kein einziges Stück Kuchen. Keinen Kuchen? Kein Stück. Und jetzt geht rein zu den anderen. Bringen wir es einfach hinter uns. Hey, hey, Kinder! Ich bin Felix, der Clown! Das ist ja lustig. Also, wo ist das Geburtstagskind? Was ist das? Das ist ein Löwe. Tu den sofort weg! Vor Löwen trete ich nicht auf. Warum nicht? Sagen wir einfach, ich hatte ein schlimmes Erlebnis im Zirkus. Gut, also, jetzt kommen die Zaubertricks. Echt toll. Gibt's jetzt den Kuchen? Wir müssen die Sache beschleunigen. Ich will jetzt endlich Kuchen. Mein nächster Trick, die Milch, die auf wundersame Weise verschwindet. Die Milch ist verschwunden. Keine Angst, hier ist sie. Ich habe sie gefunden. Sei nicht so gemein, Henry. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Und als nächstes kommt die auf wundersame Weise verschwindende Banane. Und jetzt lasse ich die Banane ganz verschwinden. Weiß einer von euch, wo sie ist? Ja, sie ist hier. Können wir jetzt den Kuchen essen? Nicht bevor die Vorstellung zu Ende ist. Du bist ja ein cleveres Bürschchen. Du darfst beim nächsten Trick mein Assistent sein. Was? Bei der wundersamen Kiste der Verwirrung. Ich werde nun versuchen, diesen cleveren Jungen verschwinden zu lassen. Bravo, bravo, das ist ja wunderbar. Steig in die Kiste. Ach, na gut. Für ein Stück Kuchen mache ich alles. A la Kadam! Hübscher Rock, Henry! Hey! Ups, ich Dummerchen. Da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Versuchen wir es nochmal. Abracadabra! Ein letzter Versuch. Piff, paff, piggeli-du. Sei nicht so gemein, Henry. So, jetzt gibt's erstmal einen Saft. Ja, und dann kommt der zweite Teil der Vorstellung. Oh nein! So kriegen wir nie unseren Kuchen. Hast du das gesehen? Er hat ja wirklich Angst vor Löwen. Das ist es! Genau! Löwen! Ich habe im Esszimmer für euch gedeckt. Ui, das ist der tollste Geburtstag aller Zeiten. Und vergesst nicht, kein Kuchen, bis der Clown mit seiner Vorstellung fertig ist. Röcke stehen dir eigentlich gut, Henry. Lass mich in Ruhe. Wenn er seinen Schlüssel nicht hat. Na kommt, alle wieder ins Wohnzimmer, dann kann ich aufräumen.